So, herzlich willkommen zum letzten Video von Let's Play GTA San Andreas. Und warum sage ich letztes Video? Ja, ich habe ja mal gesagt beim Versöhnungsvideo, schon so lange her, dass ich vielleicht, kommt auf eure Stimmen drauf an, die Nebenmission alle mache. So, es stand jetzt eigentlich so eher 60% zu 40%, also 60% für ja, mach sie bitte, 40% für nein, mach sie nicht. Aber meine Stimme zählt ja doppelt so viel wie eure, ist klar. Nee, ich mach sie nicht, weil ich einfach keine Lust habe. Hey, so easy. Ja, ich habe einfach keine Lust, es würde mir zu lange dauern. Und ich habe einfach, um ehrlich zu sein, die Schnauze voll von CJ. Wenn, dann mache ich vielleicht Let's Play GTA 4. Ich weiß es aber noch nicht. Ich muss mich da noch mit ein paar Leuten unterhalten, wie das ist mit Copyright. Und ob das noch so eine Dramatik ist, das hochzuladen, GTA 4. Gut, aber jetzt, welcome back to the last mission. Ja, wir machen jetzt die letzte Mission von GTA San Andreas. Beziehungsweise wir schließen jetzt die Story ab. Das ist das letzte Video. Und hier ist immer noch Hölle los. Ich bräuchte ein Auto. Weil ich will mich, bevor wir anfangen, will ich mich noch ein bisschen aufpowern. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, ich bräuchte Auto mit Radio, wenn möglich. Eins, das nicht brennt. Geiles Ding, du rauchst bloß. Brauche ich erstmal hier meinen Ordner. So. Oh ja. So muss das sein, Mann. So ist GTA San Andreas. Das ist geil. Loving this shit right here. Okay, los geht's. Ich habe einen Fahndungsstern. Hey! Bitte schieß nicht auf mich, denn es geht los. What the fuck? Ich habe die letzte Mission nicht gespeichert. Oh gosh. I mean, what? Was? Ich habe die letzte Mission nicht abgespeichert. Okay, ich mache einen kurzen Cut, bis wir bei der letzten Mission sind. Was für ein Fail. Warum habe ich nicht abgespeichert? Ich weiß es nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich die letzte Mission aufgenommen habe, also die vorletzte. Egal. Schnitt. Tschüss. Okay, liebe Leute, ich habe jetzt gerade mal auf die Karte geguckt und... What the fuck? Mein Savegame ist kaputt. Ich meine, ich habe doch so viele Gebiete erobert und das muss ich auch alles nochmal machen. Ich weiß aber nicht... Ich habe doch bloß Windows 7 auf dem PC geklatscht für das homosexuelle Battlefield 3 und... Was ist los? Jetzt ist mein Savegame kaputt oder was? Ich hab das doch abgespeichert, 1000 Mal. Das sieht man sogar im Video, dass ich das abgespeichert habe. Und jetzt, Spiel laden. Nur diese Mission, nur Riot. Es ist nicht da, es ist nicht da. Das ist ja unfassbar unfair. Jetzt kann ich alles nochmal machen. Nee, da hole ich mir ein Savegame. Nee, sehe ich gar nicht ein. Bis gleich. So, ich habe jetzt ein Savegame, die Leute schießen auf mich, ja. Ich habe jetzt bloß ein Savegame für die Mission übersprungen, also die Mission habe ich halt übersprungen. Aber in diesem Savegame sind auch keine Gang-Territorien erobert und deswegen gehen wir ans Telefon. Halt die Schnauze, Denise! Und deswegen muss ich das jetzt alles nochmal machen. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ich es gemacht habe. Geil, ne? Und meine Lebensanzeige ist auch wieder total für den Popo. Oh. Ja, ich habe mit dem Savegame mein normales Savegame überspeichert und deswegen... Ach, vergesst es. So, nach gefühlten Jahrtausenden der Knechtschaft in einem Gangkrieg habe ich es jetzt endlich geschafft, genügend Prozent zu erreichen beim Gang-Territorium-Mist und den ganzen Kack. Ich bin so froh, dass ich das jetzt gleich hinter mir habe. So, wir können jetzt endlich, finally, beginnen mit der finalen Mission. So, hier geht er los. Ah, das halte ich auch für eine gute Idee, jetzt mal Smoke zu zeigen, wer hier der Chef ist. Kann er mal aufhören, auf mich zu schießen? Ja, knallt ihn mal ab. Ich fahre nochmal drüber, sicherheitshalber. Und dann würde ich sagen, los geht er. Ey, warum schießen meine eigenen Leute auf mich?
So, wir fahren hier hinten rum, weil ich es kann. Ich weiß auch nicht. Was? Jetzt bin ich falsch abgebogen. Da oben ist es. Ja, hier alles mein Gebiet. Alles grün. Geil. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. This one for him. For moms. And for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Yeah. Yeah. Hey. Immer diese Yeahs. Need me? You know I'll be. For sure. Nee, Sweet brauchen wir wirklich nicht, weil, nee, der mit seiner Gesundheitsanzeige dann wieder und dann läuft er wieder weg und stirbt irgendwo ganz einsam in der Ecke, also, ne, na, braucht man nicht. Es gibt viele Wachleute in der Crack-Festung, es führt nur ein Weg hinein, aber wegen den Unruhen, bla, zu viel, zu schnell weggemacht hier. Ich muss mir den SWAT-Panzer holen. Okay, dann tun wir das doch. Das sollte eigentlich Pipifax sein. Das kriegen wir gleich hin. Da sollte es wirklich keine Probleme geben. Denn wir kommen von hinten. Von hinten, aus dem Garten raus. Ja, das ist dreckig. So. Hey, warum schießt der schon auf mich? What the? Na gut, dann müssen wir wohl die ganzen Leute hier abknallen. Ja, hier bin ich. Zack. Zack. Hey, nicht so aggro jetzt. Sind alle tot? Jupp, dann können wir ja den Panzer hier nehmen. Der hat einfach auf mich geschossen. Ich hätte gedacht, das können wir so schleichenmäßig machen, aber hat nicht so funktioniert. So, mit unserem Wasserwerfer machen wir die ganzen Leute hier weg. Los. Sterben. Ihr müsst sterben. Das Wasser ist vergiftet. So, jetzt seid ihr tot. Meine Räder sind auch vergiftet. Ganz klar. Bam. Da haben wir kein Problem mit. So, da rasen wir jetzt rein. Ah, yeah. So muss es laufen, Mann. Immer schön durchfahren. Dü. Ah, da können wir unseren Panzer leider nicht mitnehmen. Hey, Mann, sterben die auch mal von dem Zeug? Vom Wasser? Ich meine, da ist ja doch Druck dahinter. Und wenn man das dauernd auf die Organe schießt, dann sollte da irgendwann mal Schluss sein, oder? So, der ist jetzt weg. Oh, dat. Komm schon, ich treffe ihn nicht mal. Ach, kannst mich auch mal. So, gehen wir mal rein und schauen uns das Ganze an. Stockwerk 1, Sicherheitsbereich. Meine Kippe ist ausgegangen. So, wir haben jetzt 4 Stockwerke vor uns, die wir durchkämmen müssen und dann alle töten müssen. Da steht doch einer. Ich sehe das doch. Du kannst mich nicht verarschen. Wow. Mann. Ich hab Wallhack. Ich weiß, wo ihr seid. Ey. Aus dieser Entfernung triffst du gleich gar nichts. Und ich muss nachladen. So. Was wollen denn die Vagos? Oder wie heißen die Vagos Gang? Ich glaube schon. Was wollen denn die hier? Hey, hat doch mit Smoke zu tun. Ich dachte, der hätte einen Deal mit den Ballers, mit den Lilanen. Wow. Jo, geht ganz gut ab jetzt hier. Muss man mal sagen. Aber die treffen jetzt nicht so. Wow. Ich hasse Leute mit AK. Also wirklich, wer schießt denn da noch? Wo kommt denn jetzt das SWAT-Team her? Helft mir mal. Nicht auf mich losgehen. Hier sind so viele Gangster und ihr geht auf mich los. Ah, da ist noch einer. So, Headshot. Da oben, ja klar. Nachladen, ja klar. Zack. Komm schon, komm raus. Ich sehe deinen Kopf. Ich habe ihn gesehen. Ha, ich habe ihn sogar getroffen. Ich bin so cool. Da dürfte jetzt eigentlich keiner mehr sein. Doch, da ist noch einer. Zack! Einfach mal rumgeschossen wie ein Wilder und hab seinen Kopf erwischt, Mann! Wir müssen hier ganz vorsichtig sein.
Denn ich habe nicht mehr so viel Panzerung, beziehungsweise ich habe eigentlich gar keine Panzerung mehr. Und health-mäßig haben sie mir auch schon was abgezogen und ich muss gleich das Fenster zumachen. Denn dort draußen tut irgendjemand im November Rasenmähen. Geiles Ding. So, und jetzt hat einer angefangen zu bohren. Ja, geiles Ding. Die wollen einfach nicht, dass ich das Let's Play, aber es ist eh bald vorbei. Also beruhigt euch. Zack, Headshot. Ich bräuchte da mal wieder ein bisschen Energie. Energie. Es wäre super. Ja, das brauche ich eigentlich nicht. Ich habe da eher an eine Panzerung gedacht oder was Nützlicherem als ein Herz. Man kann ja mal aufhören zu bohren. Das nervt. Ja, unmöglich, Mann. Unmöglich sind die Leute. Haben die kein Verständnis für Let's Player? Zack, Headshot. Da ist... M4 ist auch noch da. Super. Nehmen wir die M4. Und Panzerung haben wir auch bekommen. Gut, dann. Ey. Dual Pistol ist unfair. Ich habe auch bloß eine M4. Also. Ganz vorsichtig. Wir machen das anders. Okay, da habe ich jetzt keinen gesehen. Die sind ja alle nackig. So, Headshot. Ist da noch einer? Nee, soweit sehe ich jetzt keinen mehr. Ah ja, klar, mit der M4 versteckt er sich da. Was ist los? Wow, da hat's was in die Luft geschossen. Die sterben jetzt. Du auch, ich schieße dir so oft in den Arm, bis du umfällst. Und das war jetzt. Ah, hier die ganze Drogenpampa und alles. Ist da noch einer irgendwo? Oh ja, da. Oh, alle haben sie M4. Da ist noch einer. Schieß ihm in den Fuß. Zack. Tot ist er. So muss es laufen. So, mit unserer M4 in der Hand, da macht uns keiner was vor. Absolut nicht. Was hast du gesagt, CJ? Ist da noch einer? Oh, wow, wow. Die kriegen wir auch. Die kriegen wir auch. Kein Thema hier. Waren ja eh bloß zwei. So. Haben wir ein bisschen Panzerung jetzt in diesem Raum verloren, aber... Macht gar nichts. So, da kommen jetzt sicher welche. Ja, war ja doch klar. Haha. Bist du tot? Ja, du bist tot. Jetzt auf jeden Fall. So, das war jetzt nicht die Herausforderung. Aber wir haben ja noch zwei Stockwerke vor uns und dann kommt Smoke an die Reihe. Stockwerk 3. Ballers Lounge. Ah. Da chillen sie also immer ab. Abchillen, ja. Hey, was geht ab? Ja, hätte es mal besser geguckt, ne? Was ist das hier, der Anmelderaum? Ja, ich würde mich gerne anmelden. Ich will alle töten. Wow, wow. Mann, mach doch die Tür auf! CJ, du bist so ein Bob. Echt, da hängt er voll an der Tür. Ich hab nicht schießen können, weil er so richtig an der Tür festgeklebt ist. Schwein. CJ, du willst, dass wir sterben, oder? Fucking Ballers Lounge da. Das sind aber nicht nur... Ballers, das ist ein Mafiosi-Kerl, oder was? Hier darf wirklich das ganze Gesocks abhängen. Dann bin ich hier richtig. Komm schon. Jawoll. Yo. Hallo. Hallo. Keiner mehr da. Hey. Du bist eine von Smokes Huren, also hast du keine Berechtigung weiterzuleben. Ich weiß, das klingt... Oh, ich dachte schon, was für ein Bug, da hängt wer in der Luft. Aber es ist ja Smoke. Hat einen Headshot kassiert. Müsste jetzt tot sein. Können wir heimgehen? Ja, auf jeden Fall. Der trifft mit dem Schrotgewehr auf diese Entfernung. Was? Nein, nein. Komm her jetzt, du kleiner Ballers. Das war ein Headshot. Du fällst jetzt um, wenn du rauskommst. Zack. Ein Kopf ist weg. Super. Yo, was geht ab? Wer schießt denn da, Mann? Ach, von hinten. Hallo. Hey, Baby. Gibt's einen Lapdance für mich? Nee, wahrscheinlich nicht. Hier ist Panzerung, geil. So, hallo, ich komme jetzt rein. Bitte nicht schießen. Okay, da ist auch wieder so eine... Die andere lassen wir leben, weil die war doch sehr nett zu uns. Man konnte sich gut mit ihr
über Politik unterhalten und deswegen hat sie es wirklich drauf. Schnapp dir Big Smoke. Ja, wo ist er denn? Ach, wir sind jetzt da. Okay. Not welcome, Rockstar North. Okay. Ich bin willkommen. Hallo, Smoke. Hey, Smoke. Hey, CJ. I was wondering when you would show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming and I don't give a shit. I'm here to take care of your fat ass. Then I'm gonna take care of your friends in the police department. Where they at? Man, fuck this shit. Man, that's some good shit. Man, you and Tenpenny. And fuck Tenpenny. And fuck his Polish lapdog. And fuck the police, man. Oh, that's old shit. Look at you. You got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you had. I made it, CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck. Fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? Knall ihn ab! Ja, oh, hättest du ihn mal vorher abgeknallt. Jetzt hat er eine Schrotpumpe. Schrotpumpe, ja, ein Schrotgewehr halt. Das ist doch unfair. Spring rüber! Ja, das ist ja gar kein Schrotgewehr, was er jetzt hat. Das ist ja eine M4. Komm schon, bleib stehen. Ich will dir ein paar Kopfschüsse verteilen. Jetzt, Smoke. Mach doch nicht so ein Affentheater hier. Ja, natürlich. Dein Hut ist immer noch drauf. Weißt du eigentlich, was für eine Power die M4 hat? Oh Gott, oh Gott. Komm schon, das Licht ist aus. What the fuck? Ich sehe ihn trotzdem und ich hoffe, ihr auf YouTube seht ihn auch. Der hat doch nichts mehr. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt komm. Ah, der hat wirklich fast nichts mehr. Also der ist gleich down. Ich sehe nichts. Ich brauche unbedingt mein Nachtsichtgerät, denn ich will sicher gehen, dass ihr auf YouTube auch alle was seht. Wer schießt denn da noch auf mich? So, komm, stell dich wieder da. Ja, ja. Ja, ein Schuss noch, komm. Jetzt haben wir's. Und Licht ist wieder an. Super. Super geile Sache. Geh auf Nummer sicher und schieß ihn nochmal in den Kopf. Das ist meistens bei Endgegnern so, dass sie nochmal aufstehen. Oh, there he comes. Carl Johnson, my man. I need you to do me another favor. Kill Pulaski now, this fat fuck? There's no stopping you. Drop the gun. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny? Huh? All alone? Nobody got your back? Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside. But I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. Alright, fuck it. That's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. You crazy, man. Lost. Gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, no, not tonight. What you catch? A plane? Ding, 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 ding! Good answer, Carl! You know, you're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet! What? Mother... Hey, yo!
It ain't over. Oh, sweet. Oh. Motherfucking piece of shit, gangbanging cocksucker. What the fuck? Das ist eine Beleidigung. Was hat er jetzt gemacht? Licht aus, oder? Ja, klar hat er das Licht ausgemacht und das Gebäude brennt. Und wir sind total am Popo, denn wir müssen das Ding jetzt tragen. Eklig, ne? Ja, gefällt mir jetzt auch nicht so, aber ich muss halt auf Nummer sicher gehen. Dass ihr alles seht auf YouTube. Ja, ist hier der Ausgang? Ja, hier ist der Ausgang. Wir haben unsere M4 im Anschlag und jetzt geht's los. Ja, ich höre doch da schon wieder Gegner. Zack, down. Mann, das sieht richtig hässlich aus mit diesem Nachtsichtgerät. Komm raus, komm raus. Zack, da ist er down. Da kommen jetzt wahrscheinlich auch wieder welche raus. Obwohl ich da vorhin schon gesaved habe alles. Nee, da ist gar niemand. Gut. So viele dürften da ja nicht mehr sein. Ich meine, ich habe sicher die ganzen Balles habe ich schon ausgerottet, wo ich die Gang-Territorien erobert habe und Vargos eigentlich auch. Und ich kann wieder nicht schießen, weil das Kacke ist mit der Tür. Ja, aber ein paar sind noch da. Was? Hast du was gesagt, CJ? Willst du auch mal was sagen? Willst du jemanden grüßen? Vielleicht Sweet oder so? Kann ja sein. Habe ich nichts dagegen. Das meine ist auch dein. Hey, bleib stehen! Zack. Da ist nochmal Panzerung für uns. Okay. Ah, ich hasse es, wenn es brennt. Jetzt brennt. Ja, ja. Diese Etage steht im Brand. Benutze einen Feuerlöscher, um hier rauszukommen. I don't think so. Ach, der wollte das Feuer löschen, Mann, bin ich ein Arsch. So, mit dem Nachtsichtgerät sehe ich aber nicht so wirklich, wo es brennt. Das ist ja voll Kacke. So, hier erstmal. Ja, gehst du aus? Willst du ausgehen, liebes Feuerchen? So, Nachtsichtgerät. Ah, wieder auf. Ey, Mann, ey. Hier raucht es und ich sehe nichts. Ich sehe wirklich gar nichts. Der löscht das Feuer, den töten wir. Wir töten alles und jeden, der das schöne Feuer löschen will. Tut dem Feuer nichts. Kann nichts dafür, dass ihr Arschlöcher seid. Ja, und hier nochmal. Und hier ist schon wieder Feuer. So, dann löschen wir das, damit wir hier weiter können. Ist das gelöscht? Nee. Sieht nicht so aus. Hier auch nochmal, damit wir wirklich... Ich bin nicht feuerfest, deswegen muss ich hier auf Nummer sicher gehen. Wer schießt denn da? Ah, da. Okay, war es das? Noch jemand, der bedient werden will? Ich denke nicht. Ja, da kommen sicher noch ein paar. Hier haben wir wieder ein kleines Lagerfeuer. Das ist aber auch gleich Geschichte. So. Ah, M4 wieder rausholen. Mann, ist das nervig. Aber so richtig. Hier nochmal löschen. Ich könnte jetzt natürlich an der Seite vorbeigehen, bei diesem kleinen Feuerchen, aber ich will nichts riskieren. Ich will hier wirklich safe spielen. Wie kommen wir hier durch? Hier ist kein Feuer. Dann wie eine kleine Rallye. Oh, hier ist Feuer. Das löschen wir. So, ist das auch gelöscht. Und bei der Tür ist natürlich auch Feuer. Wie könnte es auch anders sein? Und yeah, wir haben ein Zeitlimit. Was? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. Ja, dann müssen wir Gas geben. Würde ich mal sagen. Da löscht schon wieder wer. Da, ich habe wen löschen gehört. Du bist doch tot. Ich habe es doch gesehen. Lüg doch nicht. 3 Minuten noch. Ja, wir müssen jetzt echt Gas geben. Oh Mann, ich hätte echt auf das Zeitlimit achten sollen. Wow. Nicht so aggro. Ja, lösch doch. Du Pimpf. Was ist denn da unten? Geht's da weiter? Kann ich da so ein bisschen... Ja, hier können wir weiter, glaube ich. Wow, wow, wow. Ganz ruhig jetzt. Ich will auch bloß nach draußen in Sicherheit. Also wir sollten uns eigentlich nicht so gegenseitig aufhalten. Das bringt doch alles nichts. Wow, hier geht's mal richtig ab jetzt. Bleib hier, nicht hinter der Wand verstecken, da. Alter, der ist doch tot, der hat doch nichts mehr. Die lügen doch alle. Wer schießt denn da?
Da oben. Hab ihn. Hab ihn. So, auf geht er. Wow, da schießt wieder wer. Ich sehe nix. Ich sehe rein gar nichts. Ich sehe einen feuchten Furz, mehr nicht. Hier ist Panzerung für uns, super. Da ist wer. So. Hier ist jetzt nichts mit Verstecken. Da ist tatsächlich einer. Ich sag noch, hier ist jetzt nichts mit Verstecken und dann ist da doch einer. So, wir müssen wieder löschen, denn sonst kommen wir hier niemals vorbei. Ah, geht aber relativ flott eigentlich. Sollte kein Problem sein. So. M4. Und hier sind wir auch schon. Hätten noch genügend Zeit gehabt. Das ist ja, war jetzt Pillepalle. Aber wir müssen immer noch ein bisschen schneller laufen. Wir sind nämlich noch nicht ganz fertig. Nee, nee, nee. Sind noch nicht fertig. So, erst Nachtsichtgerät. Also tut das von selber runter. Das ist gut. Was für Effekte. Yeah. So, Smoke ist erledigt. Super. Jetzt bräuchten wir nur noch Tenpenny. Geiles Ding. Und ich brauche eine Kippe. I need a Kippe. Tenpenny, you motherfucking piece of shit. I ain't letting you get away with all you done. Sweet, no! Mann, Sweet, was machst du denn wieder? Häng doch nicht so rum. Muss mal was aus dir machen. So, wir müssen Tenpenny folgen. Und wir können das Feuerwehrauto nicht zerstören, also das wisst ihr alle. Und was soll ich? Ich muss unter das Auto und, also unter das Auto, unter die Leiter und Sweet auffangen, irgendwie. Ja, das geht jetzt aber gerade voll schlecht. Wow! Die haben voll einen Molotow-Cocktail auf uns geworfen. Das war jetzt unerwartet. Oh, Mann. Sweet, ich komme. Ja, warte, warte. Oh, Mann. Oh, Mann. Wie kann der Tenpenny mit dem Feuerwehrauto so gut fahren? Und vor allem so Offroad-mäßig. Das ist doch... Ja, Alter. Wer schmeißt denn da so viele Molotow-Cocktails? Sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich sehe vor lauter Flammen den Feuerwehrwagen nicht mehr. Ja, klar, ey. Logisch. Na, gib mir jetzt Sweet zurück. Komm bitte. Bitte. Der fährt viel zu schnell. Ja, ist klar. Jetzt komm. Spring runter, Sweet. Ach, der kann jetzt noch gar nicht runterspringen. Ich glaube, ich muss ihn jetzt bloß verfolgen. Da kommt, glaube ich, erst auf dem Highway, dass wir Sweet auffangen müssen. Ja, das kann natürlich sein. Oh. Brauche mir gar nicht so einen Stress machen. Polizei, bitte weg. Oh, Junge. Ah, ja, geht's noch. Da springt einfach so ein Kackballes mit seinem Molotow-Cocktail auf die Straße. Mann, das Auto hat aber auch eine Kacksteuerung. Wie fährt denn der? Mann, fahr mal anständig. Kann man doch keine Verfolgungsjagd machen. Dir. Oh, Sweet, komm, lass dich fallen. Ich überfahre dich dann und dann hast du es hinter dir. Nein, Quatsch. Ich fange dich auf, aber... Komm. Jetzt dann keine Lust mehr, den Kerl hier auf den Schienen zu verfolgen. Jetzt komm schon. Ja, jetzt steigt da noch einer aus von den Anfängern, die Tenpenny erwähnt hat. Jetzt komm schon. Ja, ey. Logisch. Logisch. Wie soll ich denn da hinterherkommen? Der macht so einen krassen Turn hier. Fick dich. Fick dich, Tenpenny. Fick dich. Junge, Junge. Er fällt gleich. Ah, ich hab ihn. Ich hab ihn. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wow, wow, wow. Ich dachte schon. Ja, da vor uns ist ein Auto mit einer alten Oma drin. So, jetzt hauen wir den erstmal runter hier. So, geiles Ding. Knallen wir noch öfters rein, weil er da so schön hängt.
Ich brauche eine anständige Waffe, sonst wird das nichts. Was soll ich machen? Die Cops abschießen, okay. Oh, die helfen jetzt alle Tenpenny. Haben keinen Plan, was eigentlich abgeht. Aber das macht uns gar nichts. Wir kriegen das hin. Was soll ich die Molotow-Heinis abschießen? Ich glaube nicht. Könnte mal andere Musik machen. So meine Musik, Dankeschön. Ja, das Lied passt natürlich jetzt voll zu dieser Sequenz. Absolut, wir knallen trotzdem hier noch den Bullen ab. Ey, jetzt verfolgen mich auch noch die Varus-Typen. Was wollen die denn alle von mir? Ich will doch bloß Tenpenny töten. Da ist auch noch einer. Die Autos fangen aber ziemlich schnell zum Brennen an, fällt mir gerade auf. Kann das sein? So ein paar Schüsse und die brennen? Ja, ich habe dir einen Platten geschossen und du fährst immer noch wie Irrer, beziehungsweise bleibst jetzt stehen. Irgendjemand vorhanden hier? Warum zittert denn das Auto so? Oh, zitter, zitter. Seht ihr das? Total krank. Wow, 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 Motorräder natürlich auch noch. Ich treffe wieder gar nichts. Hey, that's fucking just cheap. Oh, ich muss die Kippe aufrauchen hier. So, ohne Kippe wird das Ganze jetzt Pipifax für mich. So. So, jetzt hier mal. Ja, erste weg. So muss es laufen. Warum zittert denn das Auto so? Sweet, stehst du auf der Bremse oder was ist los? Kannst du mal bitte normal fahren? Das irritiert ein bisschen. So, down. Du überfährst unsere Leute, du Affe! Ah. Oh. Ah, oh, in Drive-By rein. Ist klar, ne? Ja, könnten wir jetzt übergehen zu dem Thema How to Kill Tenpenny? Das wäre echt super, weil ich würde ihn ganz gerne endlich mal tot sehen. Mann, ey. So, das Auto brennt eh gleich wieder. Oh, was? Vor uns! Schieß! Tue ich! Und er ist tot. Das ist gut. So. Du bist auch gleich weg vom Fenster. Das Auto will nicht zum Brennen anfangen. Wow! Nice one! Hey! Seit wann haben denn Polizisten eine Uzi? Seit wann haben die Polizisten eine Uzi? Das ist mir aber neu. Ja gut, das sind so Gangster-Polizisten wie Tenpenny. Oh, unser Auto ist schon ziemlich gut beschädigt. Aber es... Ja, der Schaden hält sich jetzt noch in Grenzen. Sollte eigentlich möglich sein, das jetzt zu machen. Oh, habe ich ihn erwischt. Muss der aussteigen und zum Sterben. Wisst ihr, wenn man jemandem einen Kopfschuss im Auto gibt, muss er ja erst die Tür aufmachen, obwohl er gar keinen Kopf mehr hat. Macht er die Tür auf und steigt aus und dann fällt er um. So muss es laufen. Oh, er hat die Kontrolle verloren. So gehört sich das. Ja, das ist scheiße gelaufen jetzt. Und direkt in die Grove Street rein. Oh, Pech für Tenpenny. Ja, explodiert das Ding nicht? In jedem Film wäre der Wagen explodiert, also sowas von. Aber gut, es ist GTA San Andreas. Come on, assholes! I'll take you all! You're mine! Mine! I run this town! Hey! Over here! Hey! Officer Dow, come on! Hey! Assholes, you never understood what I did. 50 of me, and this town would be okay. I took the trash out. I did. And I'd do it all again. Don't do it, man. He's gone. I just want to be sure it's over, man. That's all. It's cool. Don't need to put a bullet in me.
He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. Far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, that are 15 microdots and an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. See you around, officer. Wow, CJ, der Spruch war jetzt nicht so cool, wie du vielleicht denkst. Aber gut, ja, da gehen sie dahin und essen erstmal schön Chicken Wings. Cool. We gotta stay on top of our game. Keep everything in check. What's up? We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back on their feet, but we gotta keep shit tight. Because a lot of people has got their eyes on them. Whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. My, I mean, our first gold record. Yeah, I'm talking about. Yeah, they heard about it. I decided to get breast implants. Joko. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. We're going on tour, fam. Has anyone got a tissue? My nose is... It won't stop running. Is that anybody? Yeah, I have. Over there. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. Ja, nachgucken, was im Block so los ist. Also, ja. Das war das epische Storyende von GTA San Andreas mit großem Boom Boom und Peng Peng. Ja, das war Let's Play GTA San Andreas. Es hat sehr lange gedauert, bis ich es abgeschlossen habe, weil immer wieder irgendwie was dazwischen kam. Dann der große Streit mit CJ. Und ja, es war nicht leicht für mich und CJ. Aber finally, wir haben es geschafft und es ist vorbei. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, nicht immer. Wisst ihr ja, in meinen Videos manchmal, da habe ich einfach einen dicken Hals bekommen von dem Spiel. Und ja, also trotzdem, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch haben die Videos auch gefallen. Fazit muss ich ja zu dem Game jetzt wirklich nicht abgeben. Also, ich meine, es ist GTA San Andreas, hallo, es ist GTA. Und yo, dann würde ich sagen, hören wir uns bei meinem nächsten Projekt oder bei einem anderen Video oder sonst irgendwann. Bis dann!